Oh, da sind wir auch schon wieder zurück bei Metroid Other M. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die Zwischensequenz jetzt geht noch länger. Ich muss auch wieder zurechtschneiden. Deswegen kommt jetzt erst die Begrüßung zu Part Nummer 2. So, zeige mir die Wii-Fernbedienung auf dem Bildschirm. Genau das tue ich. Untersuchen. Zeige auf die Stelle, die du untersuchen möchtest und halte B gedrückt. Was ist das? Was das ist? Ich halte B gedrückt. Ah, hier ist also nichts. Ja, toll. Ihr seid echt klasse. Ich halte B gedrückt. Okay, was habe ich nicht verstanden? Ich halte B gedrückt. Ja. Zeig auf die Stelle, die du untersuchen möchtest und halte B gedrückt. Genau das tue ich. Tja. Spielfehler. Spiel geht nicht mehr weiter. Kann ich nicht einfach umschalten? Irgendwie in eine andere. Ich würde mich auch gern umgucken, aber ich kann nicht weiter als dieses seltsame Schiff beklotzen. Jedes Mal, wenn ich B drücke, kommt dieser Rand da. Och Leute, so macht das doch keinen Spaß. Ich kann nichts machen, ich kann mich nicht umgucken, nix. Oh. Ich halte B gedrückt. So, endlich habe ich rausgefunden, wie es weitergeht. Ich bin auf irgendein Symbol gestoßen. Das hat ewig gedauert. Also so Pixelarbeit. Schämt euch wirklich. Das war ein Hinweis, dass die Galaktische Föderation dieses Schiff, was wir vor uns hatten, ja, das ist denen gehört wahrscheinlich, oder was auch immer. Jetzt sind wir wieder in der 2D-Perspektive, das ist unser Raumschiff. Aber wir können uns, ja, irgendwie doch dreidimensional fortbewegen. Okay, Leute, jetzt aber weiter. Am besten wir gehen nach rechts, denn dort war ich noch nicht und da geht's bestimmt weiter. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte dort das Schiff liegen. Nein, da ist eine Tür. Die geht auf, von automatisch. Okay, ja gut. Wir gehen durch diesen dunklen Gang und eine Erschütterung. Na, ganz klasse. Das ist total Metroid-like. Wir gehen einfach mal den Gang entlang. Und jetzt die Ego-Perspektive. Ich mach gar nichts. Das ist eine Zwischensequenz. Fancy meeting you here, Princess. Remember me? Anthony. There's only one person who calls me Princess. And that person is Anthony Higgs of the Galactic Federation Army. Haven't seen you since that last mission. Hey, and your buddy's here too. Adam Malkovich. A general in the Galactic Federation Army. Not only a trusted confidant, but also my former superior officer. Yes, there was a time when I was enrolled in the Galactic Federation Army. And then well, I was young and inexperienced. As the result of a certain incident, I left Adam's command and set out on my path as a solitary bounty hunter. What are you doing here? The first words out of his mouth were typical coming from Adam. To answer his question, I recounted the details of what had brought me to this place, and then I asked what circumstances led the Federation here. That information is not for an outsider. The word he so obviously chose, outsider, pierced my heart. Commander, we're all prepped. No dice. I think our only option is to use the laser to slowly burn our way through. This is gonna take a while. The electrical system here is out, and we can't get the barrier wall to open. We tried using explosives, but it's tricky to pull off without collateral damage.
What we need is some way to focus the power onto one centralized location. Okay, soweit so gut. Wenn da mal nicht die gute alte Samus helfen muss. Ich kann das. Ziel erfasst und Charge Beam. Oh, Missile. Noch besser, Missile, natürlich. Ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Und Anthony lacht sich eins. Okay, Adam Malkovich, den kennen wir ja aus Metroid Fusion. Da ist er allerdings tot. Und jetzt sind die beiden allein. Und Adam hat ihr nichts zu sagen. Adam hadn't authorized it. But I decided to remain on site for the sake of the others. Böses Mädchen. Macht einfach, was ihr am besten denkt. Samus hat beschlossen, Missiles und Bomben erst dann einzusetzen, wenn Adam die Melk-Genehmigung. Okay, ja gut. Am besten wir folgen den Spacken einfach mal. Auf Schritt und Tritt. Die können ja nicht weit sein. Hey, wie weit sind die gelaufen? Oh, Gegner. Okay, was geht ab? Okay. Volle Power Beam. Charge Beam. Es geht immer nur einer. Okay. Ich mache euch alle fertig. Und einer noch. Gut. Was war das für ein Schock? Konnte ich da oben bei dem einen wenigstens etwas machen? Ich kann... Okay. Hä? Ist es hier eine zune Tür oder was? Ih, Schleim. Aber das sind diese Dinger, die ich erledigt habe. Verstehe ich nicht. Irgendwas verstehe ich hier nicht. Dann untersuche ich mal mit... Oh, schlechte Position. Mit B. Charge Beam. Jetzt passiert was Tolles. Es ist ein Aufzug. Ah, und da kann ich als Morph Ball rein. Aha. Ganz gut, auch wenn das mir bislang überhaupt so fremd erscheint. Es hat vom Spielsystem bislang sehr wenig mit Metroid zu tun. Was sind das für langweilige Gänge? Da bin ich hergekommen, oder? Aha, logisch. Ich bin ja runtergestürzt. Geht's hier vielleicht durch? Nee. Jetzt muss ich da drüber springen. Oder nee, hier ist die Tür. Die öffnet sich. Hier geht's hoch. Jede Menge Gegner. Lästige Insekten. Soweit das Auge reicht. Ah, sie zielt schon ein wenig automatisch drauf. Also... Okay, dann geht das doch besser, als ich mir das vorgestellt habe. Hier geht's weiter. Man kann schlecht erkennen, wo es überhaupt lang geht. Au, 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 au. Sterbt. Noch mehr. Aber es macht Spaß. Jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Obwohl wir hier in so langweiligen... Oh. Na, kommt her, ich kill euch alle. Das ist mein Job. Ich drücke Pause. Nö, ich drücke keine Pause. Ha! Leute, wir beenden den Part an dieser Stelle, aber es geht ja gleich weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao!